Willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineer Staffel 3. Am Start haben wir den Thunder. Ich habe mir gerade den Arschpad gedrückt. Das macht man nicht. Und den Roro, unseren verrückten Professor. Ja, hallo. So, weiter geht's hier mit unserer Fabrik. Wie in den letzten Zügen steht. Jo. Oder wird langsam. Apropos. Frage, hast du an der Bohrpetra eigentlich auch einen Verbinder nach unten? Roro. Hä? Hast du, kannst du das irgendwie nachrüsten? No. Dann würde ich das nämlich so machen, dann mache ich hier oben ins Dach nämlich noch einen Trichter, wo du die Petra quasi auskippen kannst. Ja. Das haben wir auch fertig. Jetzt das noch, das ist auch fertig. So, die Verbinder stehen. Verbinder sag ich schon. Die Förderbänder. Wolltest du da jetzt an jeden Cargo-Container oder sowas dran bauen oder nur da hinten? Das mit den Verbindern nach oben. Hm? Das wollte ich nur da vorne machen, an die zwei. Okay. Also jetzt überall Stahlplatten, also schwere Panzerung. Jo. Ja, und ich hier in der Ecke noch kurz noch mal ein bisschen zaubere. Ach nee. Da. Was tust du da? Na, Stahlplatten setzen. Schwere Panzer. Wenn man das Dach hier mal fertig bekommt. Zumindest den Rohbau. Ja, gleich kommt ja die Schweißpetra, die lötet uns das in 0, nichts zusammen. Könntet ihr mal vor das große Tor vom Hangar kommen? Einen Moment, ich muss eben hier den Trichter fertig machen. Leck. Bin gleich da, bin gleich da, bin gleich da, bin gleich da. Was hast denn du hier vor? Das wird ein Trichter, habe ich doch gerade gesagt, damit er hier die Bohrpetra auskippen kann, ohne die andocken zu müssen. Hm. Fliegst sie einfach hier drüber, schaltest den Verbinder auf alles auswerfen und schmeißt das hier direkt in die Erzcontainer rein. Das ist auch gut. So, Roro, bin unterwegs. Jo. Ich auch. Da bist du. Hey Roro, ewig mehr gesehen. Lebst du da doch noch? Ja, ich bin noch da. Ich lebe noch. Wo ist Hunter? Ich stehe neben Smoker. Echt? Wo denn? Hä? Ich stehe vor deiner Nase. Ach du, okay. Ich bin der blaue Turianer. Warum waren die auch blau? Nein. Ich hab dich für Roro gehalten gerade. Ihr seht alle gleich aus. Was meinst du, warum ich eine blaue Panzerung habe? So ein Garros-Style. Okay. Okay, das Tor 1 geht gleich auf. Mach beide gleichzeitig auf. Gleichzeitig? Ja. Okay.
Warte. Bin ich auch mal spannend, ob ich schnell hier spiel. Seid bereit? Jo. Ja. Okay. Alter Vater. Geiles Ding. Heftig. Boah. Nice. Och, wir haben wieder einen Buggy. Cool. Cool. Nen Buggy. Schön. Da muss ich Smoker rein. Oder dich. Musst du nur noch die Antennen bei den Petras dann halt benennen, also Bohr-Petra, Schweiß-Petra. Alter, was sind ja, das für Bohr? Ja, das mache ich noch. Was hast du hier hinten? Sortierer? Ja. Wofür das denn? Stein raus sortieren. Stein brauchen wir auch. Ja, die kannst du auch ausschalten. Aha. Alter Vater. Also die Schweiß-Petra, die können wir gleich mal einweihen. Ich kann Rohu gleich mal zeigen, was sein Chat-Skin kann. Was sein Ding da kann, ob es benutzt, ob man es benutzen kann. Kann man benutzen. Sieht geil aus. Nicht, dass das Ding dann völlig useless ist. Man sieht etwas breiter. Aber etwas breiter, ja. Etwas breiter, ja, wie ein Weihnachtsmann. Aber mehr Power in der Marsch. Mehr Power. 51 Megawatt. Oh, damit dürfte man auf jeden Fall gut arbeiten können. Ja. Ja, so ein bisschen. Die Schweiß-Petra hat 2 Kakao-Container und die Bohr-Petra 3. Okay, cool. Das halt auf engsten Raum untergebracht. Engsten Raum. Das ist Bombe. Immer noch klein und kompakt. Ja. Der sieht geil aus. Ah, die Bohr-Petra, die werden wir aber in den nächsten paar Folgen auch noch einweihen müssen. Hast du da denn, was hast du denn da an der Bohr-Petra für einen Erdsensor dran gebaut? Normalen. Hättest du den von Asimov nehmen sollen, der ist doppelt so, der ist fünfmal so stark. Ja, stimmt, hätte ich machen können. Da kann man immer noch umrissen. Boah, ist ja kein Ding. Da kommt man ja locker ran. Schon richtig geiles Teil. Und mit Schildgeneratoren. Jawohl. Ganz wichtig. Ja, also Schildgeneratoren, besonders die sind echt. Ist das wichtig? Ja. Das habe ich nämlich immer wieder gehabt bei Bohrschiffen, besonders bei kleinen, dass ich da gebohrt habe und irgendwann bin ich mit dem Heck irgendwo angedötscht und habe mir gleich mal 3 Triebwerke abgerissen. Oh, dann zeigst das Ding mal. Ja. Jo, wie gut du schweißen kannst damit. Ja, ich muss erstmal bestücken, die ist noch leer. Dann bestück die mal. Du musst schwere Panzerungen schweißen damit. Metallgerüst. Ach so, und noch ein paar andere Komponenten, weil du musst hier in der Ecke noch die, die Trichter fertig machen. Ja, pack einfach mal von allem ordentlich was rein. Alter, klingt das geil. Die Bohrer? Die Petra, wenn die so fliegt. Oh ja, das klingt auch ein Fauch. Ja, mehr nach links. Ach du, ja, welcher ist denn? Die sind doch alle noch gar nicht fertig. Mal, den kriegt man doch bestimmt auch gleich fertig, oder? Ich flieg die Petra hier mal kurz weg. Das wäre, glaube ich, das Beste. Da ist ja noch die alte Petra. Petra ist ja noch da. Nein.
Nein, nein, das. Gut. Boah, ich höre sie fauchen. Das ist noch die alte. Trotzdem. Klingt schon endgeil. Vielleicht sollten wir die alte Petra bei Bedarf auch mal auf diese auf die Twin Welder umrüsten. Wenn das machbar ist, noch? Ja, das ist machbar. Oder müsstest du sie dann komplett zerlegen? Nee, brauchst du vorne. Du musst ja einfach nur die Köpfe ändern. Achso, ich dachte, du meinst jetzt im ganz neuen Design jetzt. Nein. Einfach nur die Du musst doch weiter nach rechts. Ja, ich weiß. Ah, noch ein Stück. Bombe. Bist verbunden. So, und was braucht man? Eine Menge Stahlplatten und Metallgerüste. Stahlplatten, Metallgerüste. Ich habe aber eine kleine Idee gerade. Wollen wir in die Fabrikhalle eine Dachluke reinbauen? Eine Dachluke? Also ein Tor, das ich öffnen kann? Für was? Keine Ahnung. Falls wir ja mal mit dem Frachter rein müssen oder so. Da hätte ich nämlich gerade eine super Idee. Da müssten wir ja dann ungefähr mittig versuchen. Ja, Moment, ich demonstriere das mal kurz. Erstmal vorübergehend im Cheat-Modus. Augenblick. So kann ich auf einmal nichts mehr bauen. Kann ich dir nicht sagen. Hä? Hast du jetzt was abgerissen? Ah ne, Frachtcontainer 11 kicken. Wo sind die 11? Ah, so. Und so. Wie wäre das? Ja, kämen wir mal mit einem kleinen Ding rein. Also Petra würde, glaube ich, ausschalten. Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, ob die Petra da durchpasst. Glaube ich nicht. Ansonsten... Moment. Oh, Hydrogen noch füllen, kann ich mehr fliegen? Denn da wollte ich doch gar nicht löschen. Ach, der ist ja auch noch nicht fertig. Ja, das käme dann schon eher hin. Die Frage ist, ist die Petra dafür schmal genug? Ich glaube, du müsstest das dann so bauen, wie ich hier vorne das Tor gemacht habe. Das kriege ich nicht hin. Außerdem sieht das dann kacke aus. So ein bisschen. Wie breit ist denn das? 1, 2, 3, 4. 4 Blöcke. Die Petra genauso breit? Die neue? Ne, Moment. 2, 3. Nee, die ist breiter. Nein. Nee. Die ist etwas schmaler. Moment, Roro, flieg mal bitte mit der Petra über diese Luke hier. Machen wir einfach mal die Probe aufs Exempel. Ich hab die Vermutung, dass sie gerade so durchpasst. Oh Gott. Ach, sie sei hier durch. Jo. Okay. Ob das. Ich bezweifle. Ich hab die Vermutung, sie passt gerade so durch. Drift. Ja, sorry, bin. Die ganzen Container sind jetzt schon voll. Naja, war schon klar. Also das Taxi kriegen wir hier definitiv nicht rein. Nee. Die
runter, 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 runter. Du bist leicht schräg. Ja, ein bisschen nach, ja, nach rechts. Genau, kippen. Genau, genau, noch ein Stück. Ja, jetzt bist du gerade. Die Nase etwas hoch. Genau. Das war zu weit. Na egal. Nee, das wird nichts. Doch, doch, wenn man genau zielt. Oh Gott, ja, genau zielen, das ist schwierig. Bisschen mehr von dir aus nach rechts. Genau. Boah, das passt aber gerade so wie Arsch auf Eimer. Ja, das doch, ja, das würde passen. Das ist ein bisschen zu knapp, oder? Na gut, also. Aber da brauchst du echt einen Einweiser und alles. Also passen würde es. Aber brauchst immer einen Einweiser. Beziehungsweise sehr gutes Augenmaß. Mit. Mit abgestürzt. Oder lassen wir das mit dem. Ja. Mit dem. Wäre, glaube ich, besser. Das, weil die Gefahr, dass dort uns irgendwas passiert, ist schon ziemlich hoch. Ja. Da haben wir immer so ein Standardrisiko. Yep. So. So. Oh, wir sind am Folgenende. Oh. Wird doch nichts in dieser Folge mit Schweißdemonstration. Die nächste. Und dann auf jeden Fall in der nächsten. Ja, das war's. Also, noch die ganzen Blöcke setzen, bevor wir anfangen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch Kommentare da, Mord, Abo, alles. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.